mit einem besseren Center-Lautsprecher die Sprachverständlichkeit verbessern? Ist das sinnvoll oder sind es nicht andere Dinge, die noch mehr Einfluss auf die Sprachqualität haben? Der Sache gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Heute mit Jens Ragenow von Monitor Audio Deutschland. Jens, schön, dass du heute mal wieder hier bist. Danke für die Einladung. Und uns ein paar schöne Dinge zum Thema Lautsprecher erklärst. Ja, heute geht es um Center-Lautsprecher. Wir haben also oftmals die Frage und den Wunsch unserer Kunden, die schon so ein Monitor-Audio-System oft haben und sagen, naja, ich verstehe die Dialoge nicht so richtig gut. Das ist alles etwas undeutlich. Ich möchte die Sprachen noch klarer haben, besser verstehen. Also ganz klar brauche ich den nächstgrößeren Center. Ist das richtig so? Hübsche Idee. Da muss ich mich fast schon bei dir entschuldigen, aber es ist, weil es geschäftsschädigend ist, was ich sage, aber tendenziell eher nein. Grundsätzlich ist es so, dass die Sprachverständlichkeit von Centern ganz, ganz stark mit der Aufstellung, mit der Positionierung des Centers zusammenhängt. Das heißt, zuerst muss man sich die Frage stellen, wo steht der Center im Möbel? So ein Center steht gerne nah an der Kante und hat möglichst wenig Reflexionsfläche vor sich. Das ist mal so der wesentliche Part. Also Center nach Möglichkeit nicht im Möbel irgendwie hier stehen lassen oder ganz hinten, sondern wirklich nach vorne, weil ich sonst eine Erstreflexion Hochtöner, Tieftöner, Mitteltöner, eine Erstreflexion hier vorne auf dem Board erzeugen und damit wird der Klang, wird eben die Sprache schon mal undeutlicher. Punkt 1, ganz, ganz wesentlich, lässt sich schon mal kostenlos umsetzen. Okay. Also Center nicht nach hinten, sondern möglichst weit nach vorne im Möbel, um Reflexionen zu verhindern. Genau, möglichst wenig reflektierende Flächen. Dann Punkt 2, wo steht der Center? Sprich, steht der Center sollte optimalerweise auf Ohrhöhe, wenn ihr sitzt. Wenn das klappt, ist super, macht das so. Wenn es nicht geht und der Center steht jetzt weiter unten oder weiter oben, dann solltet ihr den Center anheben bzw. entsprechend anwinkeln. Also steht der Center meinetwegen unten in so Möbel, weil es einfach hübsch aussieht, dann hebt den Center über Keile, über Winkelchen irgendwie, hebt den Center einfach vorne an, sodass er euch anstrahlt im Sitzen. Steht der Center sehr weit oben im Regal, über dem Fernseher meinetwegen, und er spielt quasi über euch weg, dann hebt den Center hinten an und lasst ihn nach unten auf eure Sitzposition abstrahlen. Damit könnt ihr schon ganz, ganz viel verbessern und die Sprachqualität steigt dadurch deutlich. Jens, du sagst also, je näher der Hochtöner quasi auf Ohrhöhe ist, desto besser ist das. Ja, absolut. Das bedeutet auch, dass eigentlich die Position überhalb der Leinwand oder überhalb des Fernsehers suboptimal ist. Das heißt, in der Regel ist der Platz unterhalb besser. Ja. Und deswegen auch hier eine Empfehlung von uns, je näher der Center bei einer Leinwand an der Leinwand dran ist, desto besser ist das, denn da kriegt man auch den besseren Bezug zum Bild hin und hat dann eben auch akustisch die Vorteile, die du uns gerade erklärt hast. Jens, macht es denn überhaupt Sinn, die Lautsprecherserien zu mischen? Also ist es sinnvoll, einen hochwertigeren Center in ein bestehendes Surround-System zu integrieren? Nein, macht es nicht. Und zwar ist es so, dass die Lautsprecherserien in sich geschlossen, klanglich aufeinander abgestimmt sind. Also die Tonalität. Das heißt, dieser Lautsprecher, du hast die Situation, eine Person geht durch einen Raum, geht vom Frontlautsprecher über die Mitte, über den Center zur anderen Seite des Raumes. Dann würde sich die Tonalität durch einen anderen Center, zwar vom selben Hersteller, aber aus einer anderen Serie, würde sich die Tonalität verändern. Das heißt, die Person würde also in dem Moment, wo sie dann von dem Frontlautsprecher über den Center zum anderen Frontlautsprecher geht, klanglich verändern. Deswegen bitte immer beim Center-Lautsprecher den Center-Lautsprecher passend zum Rest der Lautsprecherserie wählen. Ganz, ganz wichtig. Noch ein Tipp von meiner Seite: Wenn der Center-Lautsprecher richtig positioniert ist und das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend ist, weil zum Beispiel einem die Dialoge immer zu leise vorkommen, dann kann der richtige AV-Receiver auch helfen. Bestes Beispiel ist hier Yamaha. Die haben nämlich ein Feature implementiert, das Dialogpegel heißt. Und hier kann ich die Dialoge einfach schrittweise lauter machen. Und zwar völlig egal, wo die herkommen, ob die von vorne links aus dem Center oder hinten rechts kommen. Die Sprache wird einfach lauter, während die ganze Geräuschkulisse auf dem gleichen Niveau bleibt. Ihr seht, es ist also überhaupt nicht sinnvoll, die Sprachverständlichkeit zu verbessern mit einem Center-Lautsprecher aus einer anderen Lautsprecherserie. Vielmehr sind es die Dinge wie die Aufstellung oder sogar der AV-Receiver.
Wer aber seinen Klang verbessern möchte in seinem Heimkino, der ist natürlich herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen im Heimkinoraum in eurer Nähe mit der passenden Beratung. Vereinbart also gerne unter unten stehendem Link einen Termin. Wir freuen uns riesig auf euren Besuch. Jan Jens, vielen Dank, dass du da warst und uns die ganzen Tipps mit an die Hand gegeben hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.